So, ist geöffnet. Ja, Matthias, ab wann ist es denn wirklich offen? Am Ostern Sonntag, am 1. April. Bis Ende Oktober? Bis Ende Oktober. Und dann kannst du jeden Tag daherkommen, gell? Ja, es gibt ein Haufen Museen, die sind am Montag zu. Und wir haben, weil es halt so ein schöner Punkt ist und weil die Leute ja kommen und das überraschend und spontan auch entschliessen, wir haben jeden Tag offen. Und wenn, also die Tür ist einfach offen, du gehst einfach hier. Genau. Und dann der Eintritt? Der Eintritt muss man halt an der Kasse zahlen, das ist ja so. Kostet 8 Franken für Erwachsene und 4 Franken für Kinder. Und dann ist immer einer dort, wenn wir jetzt hier gehen, dort bei dem Eingangskiosk. Ja. Dort. Ja. Ja, super, machst du mal. Wenn jetzt eine Führung wird, gell, das geht ja auch noch. Das kann man gerne sagen oder anmelden oder anrufen oder mailen, was man will, genau. Und dann gehen wir rein. Wir gehen mal gut, rein. Gut, gehen wir schauen. Eben, gell, das, was wir hier sehen, ist eben noch vor dem 1. April. Jetzt, genau. Gell? Da ist er eingerichtet, da hockt er über dort, gell? Da sind freundliche Frauen. Aha. Montag bis Samstag. Und am Sonntag sind es Kantischülerinnen und Schüler, die auch die Leute empfangen tun. Du, das ist eine Lehrergeschichte, gell? Frauen machen immer die Arbeit, die sie viel Geld gibt. Das ist eine freundliche Frau. Ja, also mein Lohn ist auch nicht so gross, dass ich jetzt da müsste. 60 Minuten auf die Stunde. Und eben, das sieht jetzt so einfach aus da noch, gell? Also ein kleiner Eingang. Aber wenn man reingeht, gell? Der ganze Turm ist natürlich voll. Also hat man natürlich 6 Stück, gell? Der Raum, wo wir hier sind, wäre ja viel schöner, wenn man hier die Einbauten nicht hätte. Das war früher so das Boudoir, also so das Ankleidezimmer von der Frau Landvögtin. Wir mussten das machen aus wärmetechnischen und aus Sicherheitsgründen. Obendrauf gibt es 6 Stück und die sind noch einigermaßen so erhalten, wie man gewohnt hätte im Mittelalter. Eben, das ist noch ein richtiges Museum, gell? Ja. Und der Verein, den du jetzt präsidierst, muss ich so klar sagen, das ist der... Das ist der historische Verein des ganzen Landes. Seit 1927. Genau. Mit 3 überschwemmt nichts zu tun. He? Nein, nicht ganz. Aber ein ähnliches Jahr. Genau. Ja. Und dann natürlich, gell, muss man klar sagen, im 83 war das Museum von Europa. Gewesen. Und dann gab irgendwann im 86 jetzt zu den 37 sehenswertesten Museen in ganz Europa, in der ganzen Welt, glaube ich, auch wieder gehört. Das tun wir nicht mehr so wahnsinnig betonen, weil es halt einfach auch schon lange her ist. Aber gleichzeitig sind wir natürlich stolz. Museum des Jahres in Europa und als erstes Schweizer Museum, das die Auszeichnung bekommen hat, das ist nicht jedes, das ist klar. Eben, ich will es signalisieren, also hier im Schloss der Gans, da gibt es natürlich das Restaurant, das ist klar. Es ist ein Wahrzeichen für das Ganze, das kennt jeder. Aber es ist nicht so bewusst, ist, dass es im Turm wirklich ein superes Museum gibt. Es probiert halt einfach die Geschichte und Kultur, die Landschaft und das Leben von der Region zwischen Tamina und Wallensee, zwischen Pfäfers und Quarten zu zeigen. Also ganz vielfältig von der Drachenloch, das ist 50'000 Jahre zurück bis heute. Und das ist ja eine ganz lange Zeitspanne, die sich auch lohnt, um ein Haufen Zeug zu erfahren. Ja, dann gehen wir mal rein heute. He? Gut, wunderbar. So, jetzt sind wir da hinten. Was ist es da? Das ist Grafenstube, alter Graf, sagt man. Da haben die Grafen von Montfort, Werdenberg, Sargans sind hier gewohnt. Vom 12. Jahrhundert weg bis Ende vom 15. Jahrhundert. Ein Wohnraum, und die, so wie wir heute Poster oder Sussbilder an die Wand hinken, haben die hier an die Wand gemalt. Und das ist auch in der schweizerischen Kunstgeschichte etwas ganz Wichtiges und auch Besonderes, die Wandmalereien, die die Szenen mittelalterlichen Lebens zeigen. Du, aber das ist ja hier gestuhlt und gelesen. Also wird das noch benutzt? Hier? Das ist die Wirtschaft, das ist das Restaurant, das man natürlich auch benutzen kann. Man kann Sitzungen machen, Apero, Hochzeiten. Wir haben unseren Hochzeitsapero in diesem Zimmer gehabt. Ihr? Ja. Du mit deiner Wartdauer? Genau. Herr Gorlesso. Gell, du bist ja schon gestiegen. Ein Apero in richtige Chance, wenn du so von der Ruine herkommst, oder? Von der Ruine Wartau? Ja, also ich kann auch gerne die Ruine Wartau. Das ist wunderbar, das kommt nicht drauf an. Aber eben, du als Historiker, das hat mich schon mal interessiert. Weißt, fühlt man sich da irgendwie noch ein bisschen erhoben, ein bisschen anders, als wenn es da hinten
Tafel ist und Apero hast. Es ist eine schöne Atmosphäre. Mir gefällt es aber auch in einer Bauernstube. Also ich finde es überhaupt nicht schöner auf einem Schloss. Aber es ist natürlich Besonderes. Es ist wirklich etwas, wo auch mit dieser Atmosphäre Bilder von 1460, das sind 550 Jahre, das macht einem natürlich Eindruck. Weil man muss sich überlegen, was bleibt von uns zurück nach 500 Jahren. Und das ist wahrscheinlich nicht mehr so viel. Oh, wahrscheinlich eher nicht mehr. Aber du, hat man die jetzt vorgeholt? Das ist ja alles restauriert, oder? 1901 hat man es gefunden, also unter der Dünke, unter der Kalk. Bemalung. Die sind dann einfach übermalen. Auf der rechten Seite ist es abgemalt, damit man es noch ein bisschen erkennt. Und auf der linken Seite ist das Original. Man tut heute nicht mehr nachmalen. Das heisst, man würde nicht rekonstruieren und sagen, oh, da ist noch ein Strich und da ist noch ein Bogen. Sondern man lässt einfach das, was man sieht. Und es ist gleich erstaunlich viel, was man noch erkennt nach diesen vielen Jahrhunderten. Ich muss jetzt vielleicht einfach noch sagen, oder ich laufe es hier einfach nach und zu dieser Filmerei. Wir können einen Teil zeigen, aber wir müssen es wirklich sehr, sehr schön und ganz genau schauen. Da müssen wir hergehen. Und ich sage nochmal, ab 1. April ist es oft bis Ende Oktober. Und das ist ja bei euch wirklich schön, eigentlich rund um die Uhr. Also. Ja, man kann immer kommen. Ja. Und viele Leute, und da gehöre ich auch dazu, sind seit 30 und seit 40 Jahren hier unterwegs. Und jeden Tag, wo man ist, sieht man nochmal etwas Neues. Es ist nicht so, dass man es einmal gesehen hat und nicht mehr muss kommen. Weißt du, wo mein Auto aussieht, wie das ein Stub ist, das ist relativ hoch. Aber wenn wir jetzt die anschauen, du bist dann über 1,85 im Jahr. Ja. Ja. Und bei mir würdest du es gerade unter der Welke den Kopf anschlagen. Wenn ich aber in die Tür stehe, kann ich nicht durchlaufen. Eben, gell, warum hat man das gemacht? Das ist die Tür. Das sind immer so ein bisschen, die Räume sind den Kopf vergessen hoch und die Türen sind immer so ein bisschen so. Ja, die Räume sind in einem Schloss so hoch. In einem normalen Bauhaus wären sie auch tiefer, damit die Wärme im Zimmer bleibt. Und die Türen sind halt einfach kleiner, weil ja die Leute sind nicht so alt geworden wie heute. Lebenserwartung im Mittelalter ist 30 bis 35. Und die Körpergröße ist vielleicht 1,60, höchstens mal 1,65. Und heute ist man halt 20, 25 cm grösser. Das hat ja mit der Ernährung und mit der Hygiene was zu tun. Und wenn ich jetzt hier nochmal in deine Füße filmen darf, das ist noch so richtig ein alter Boden, also sehr, sehr viele so naturbelassen. Ganz viele, darum ist auch der Name Schloss Sargans nicht so ganz zutreffend. Das ist eher eine Burg. Also das heisst, das ist ganz ein Haufen, ist urtümlich, ist wirklich noch so relativ original erhalten. Und darum reden wir auch von einer mittelalterlichen Burg. Und da kann man auch rein oder da gehen wir einfach mir rein? Also wenn wir es uns eh mal anschauen, kommt man da auch rein? Da kann man rein, selbstverständlich, ist immer offen. Außer es wäre jetzt besetzt durch eine Gesellschaft, die etwas dort essen oder trinken, aber normalerweise ist es offen. Weißt du, man muss immer lachen, sagt er da jemand mal. Aber so lachen kann man nicht mal so eine Studienwoche erkannt. Ist er ganz, gell? Ich bin noch einiges älter als du. 68 bis 72 haben wir Wetter gehabt, als sind wir eins eingelegen. Ist es gekracht. Also weißt du, wenn du jetzt hierher gehst mit deinen Schülerinnen und Schülern, kann man das hier noch nutzen. Das kann man schon, vielleicht nicht ganz zum Schlafen. Oder das habt ihr wahrscheinlich auch nicht so ganz offiziell gemacht. Nein, das ist mit dem Hans B. Hobby Theatergruppe. Wir haben noch nie gesagt, dass etwas krachend ist. Ja, das ist gut. Okay, gut, ja. Und wohin gehen wir jetzt? Gehen wir einen Stock höher und kommen in den Eingang vom Turm. Aha. Jetzt sind wir, ja, wo sind wir jetzt rein? Jetzt sind wir einen Stock tiefer, einfach im, aber im der Turm Höhe vom Hof. Oder? Turm noch nicht, das ist unterhalb vom Turm abgebaut. Das hier? Ja. Und hier die Stege rauf. Vielleicht kannst du nachher auf das Bild, das wir jetzt dran vorbeilaufen, nach geschwind zünden. Dort sieht man, wie der Turm hier steht und man sieht, wie das Schloss von vorne ausgesehen hat. Und man könnte auch sagen, wo wir jetzt reingehen. Wir probieren es. Okay. Schön ist auf dem Bild auch, dass man sieht, dass das Städtli und Schlosser ganz eben immer Zimmer gehört hin. Also unten das alte Städtli mit der Kirche, da ist noch die Altkirche vor dem Neubau 1712. Und oben ist das Schloss, das einfach wieder zugehört. Also das Schloss an dem Gunzenabhang bewacht wird das Städtli. Und der ganze Verkehr, der ja von Zürich ins Rintel geht oder von Zürich her über die Bündnerpässe, der läuft alle über das Städtli. Das Städtli hat also auch eine verkehrsbeherrschende Stellung und kann damit kontrollieren, wer durchgeht. Aber du täuschst mich jetzt so, der Turm sieht doch anders aus. Ja, die Perspektive ist nicht ganz gelungen, aber immerhin, man erkennt ja, dass es das Schloss ist. Der Turm wäre höher und man sieht aber, dass hinten dran noch Gebäude abgebaut ist, das sogenannte Hinterschloss. Dort sind ja jetzt Kanonen. Genau. Das ist dann abgebrochen worden, 1865, und damals hat es aber noch Gebäude gehabt. Aha. Genau. Und jetzt sind wir im Turm drin, gell? Jetzt noch nicht ganz. Wir sind immer noch 5 Meter weg. Jetzt gehen wir zum Turm und gehen durch die dicke Mauer durch und sind in im Inneren von diesen 6 Stück. Jetzt hast du mit einem ganz kleinen Schlüssel geöffnet, he? Ja, mit einem modernen halt, weil das auch ein normales Schloss ist. Das wäre der normale Schlossschlüssel, der das grosse Tor unten wird. Hoi, hoi, hoi. Aber so viel kann ich nicht 5 in den Sack nehmen. Du hast fast die Kamera von dem Schlüssel hier.
Und das ist die dicke Mauer da, gell? Das ist die Mauer dicke. Sie gibt noch eine dickere, das ist noch die dünnste Variante. Aha. Gegen hinten ist sie 2,5 Meter. Aha. Das ist die Südseite, da hat niemand angreifen können, da ist sie nur gute Meter. Meter? Ja gut, das ist ja nichts. Meine sind nur 60 cm. Ja, ja, natürlich. Und jetzt du stehst jetzt im Turm hin. Genau. Gut, dann komme ich aber noch. Und ich stehe, du bist im Filmen oder warten? Ja. Ich stehe an einem Ort, wo man bis vor 50 Jahren gar nicht hätte können stehen. Aha. Weil der unterste Stock, das ist bei allen Burgen so, der unterste Stock ist immer unbewohnt und auch ohne Eingang. Das heisst, der Durchgang, wo wir jetzt reingekommen sind, da gibt es erst seit 50 Jahren. Ah, ja, und ja, ja. Wenn du nachher reinkommst und am Decke schaust, ja, siehst du, dass es dort ein Loch hat. Wo ist das da? Da vorne hat es eine Stufe, aufpassen. Aha, ja, ja, ja. Und wenn du an die Decke schaust, sieht man, dass es dort ein Loch hat. Und dort war eigentlich der einzige Eingang in den Turm. Aha. Der, ja. Das unterste Geschoss ist also der Kerker. Genau. Hoi, 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 hoi. Da, ich mit meiner Schulvergangenheit in der Kante, da hat man mich manchmal da eingesperrt. Dich hätte es da vielleicht eingesperrt. Ja, ich glaube schon. Nicht. Das könnte jetzt noch sein. Du bist doch ein Heiliger gegen. Ja, natürlich. Glaube ich auch nicht ganz immer. Und ich glaube auch dir nicht immer, dass du so ein Böser gewesen bist. Ja, ein Böser nicht, aber eigentlich bin ich ganz Liebe gewesen. Aber manchmal eben vielleicht eher ein bisschen im Schloss und sonst etwas machen, wie das, was ich jetzt soll. Ja. Genau. Genau. Und das ist dann, also da jetzt ja Leinwand, das ist jetzt der Film, gell, den wir hier anschauen kann. Da kann man den Film anschauen, den haben wir neu gemacht, vor 2 Jahren. Ja. Vielfältiges Sarganserland. Wir hatten vorher eine Tonbildschau mit Dia. Und die Technik hat sich natürlich überlebt und gleichzeitig war auch der Film zu lang gewesen, 34 Minuten, schaut heute kein Mensch mehr. Und der geht jetzt 12 Minuten. Und das ist so eine gute Länge, um eine wirklich reiche Information zu bekommen und gleichzeitig aber auch nicht einzuschlafen auf dem Stuhl. Und der läuft dann einfach immer wieder durch? Man kann entweder sagen, wie man ihn gerade dann will, wenn man sitzt, oder er läuft ihn einfach einmal. Und ich habe gesagt, man kann ja nicht nur dann hergehen, wenn er offiziell offen ist, sondern man kann auch Führungen buchen, natürlich. Ja, gell? Das kann man auch zu Zeiten. Man kann auch am Abend kommen oder am Morgen früher, wie man will. Genau, da muss man einfach fragen. Mal, okay. Ja. Und das, da geht es nicht mehr weiter? Da. Das sind Tuffsteine. Das heisst, das sind so Quader aus einer bestimmten Gesteinsart, die man ganz in der Nähe von der Burg gehauen hat. Das ist so ein sumpfiges, wässriges Gebiet. Da kann man den Stein wie mit einem Bieli zurichten. Und wenn er dann trocken ist, dann ist er extrem fest. Die Tuffsteine gibt es bis in den vierten Stock. Die tragen hier auch die Balken von dieser Decke. Und die Balken hat man datiert vor ein paar Jahren, Dendrochronologie. Wie heisst das? Dendrochronologie. Das ist eine Zeitrechnung, die man mit Altersbestimmung der Hölzer machen kann, weil ja die Jahrringe haben und weil man die in eine Reihe bringen kann. Und das war für uns sehr spannend, gewesen, dass eigentlich die Datierung der Balken Winter 1281 übereinstimmt mit dem, wo die Burg das erste Mal urkundlich erwähnt wird, 1282. Also kann man sagen, okay, das stimmt. Das sind wirklich auch Hölzer, die verbaut worden sind in der Zeit, wo man die Burg auch richtig bewohnt hat. Also mit diesen Hölzern oben kann man das so, also mit diesen dicken Hölzern auch? Man tut wie mit einem hohlen Bohrer in der Balken reinbohren, kommt in einen Kern über, nimmt den raus. Es gibt eine europäische oder weltweite Datenbank, wo man dann die Jahrringe nebeneinander legen und vergleichen kann. Mit dem Computer geht das heute gut. Und man kommt mindestens auf das halbe Jahr, vielleicht manchmal sogar noch neuer, genau und kann sagen, von wem das Holz ist. Wahnsinnig, du. Jetzt sag, du bist ja nicht Verkäufer, du bist Historiker. Aber hast du immer so ein Dings bei dir da? Hat mich schon lange mal interessiert. Das muss so hergehen, dass wir nicht die Reflexion überall drauf haben. He? Das Köfferli ist angeschrieben mit Reiseziel Museum. Und das wäre ja cool, wenn man einen Haufen Reisen machen in einem Museum. Es sind in dem Jahr, 2018, 45 Museen im Rheintal, im Vorarlberg, im Werdenberg und im Sarganserland, die mitmachen bei dieser Aktion. Das ist so ein Verbund. Für 1 Franken kann man jedes Museum besuchen, kommt man so ein Köfferli über. In jedem Museum gibt es eine Aktivität. Meine Frau war vor ein paar Jahren mit unseren Kindern gewesen. Da hat es Beutel- und Bastelarbeiten drin. Da hat es Websachen oder so eine ein Leder, das sie zugeschnitten haben. Also in jedem Museum gibt es einerseits das zum Anschauen, was es dort halt gibt.
und andererseits auch eine Aktivität. Bei uns gibt es einen Workshop zum Mittelalter, wo man kann, mittelalterlich kochen oder wo man etwas basteln kann. Oder einfach etwas, das gut läuft. Und Reisezielmuseum, darum heisst es so, das ist eine Initiative, die eben aus dem Vorarlberg kommt, die es an der Kante St. Gallen unterstützen tut, damit man möglichst viele derartige Reisen, nicht nur eine Reise an Ort, sondern auch eine Entdeckungsreise dort macht. Aha, also so richtig forschen kann man auch da ein bisschen weit gehen, gell? Da gibt es im Werdenberg zum Beispiel, im Schloss Werdenberg gibt es ja die Archäologie, der Archäologieraum, das ist etwas ganz Tolles natürlich, dass man wirklich auch selber aktiv sein kann und nicht nur hinter Glastafeln etwas anschauen kann, sondern auch quasi das Erlebnis hat als Kind und Jugendliche. Du, ganz eine andere Frage, mit dem Museum nichts, so ist mehr ein bisschen politisch, oder? Ist das für euch ein grosses Problem, dass das Schloss Werdenberg vom Kanton dermaßen unterstützt und subventioniert wird und ihr da eigentlich, ja, wir sagen nicht ganz leer, aber fast leer ausgehen? Also, dass sie unterstützt würden, überhaupt nicht. Das freut mich sehr. Das ist auch, die haben das auch verdient und ist ein tolles Schloss und ein tolles Museum. Dass wir relativ wenig überkommen. Wir kommen über bei konkreten Anfragen, aber keinen wirklich Unterstützungsbeitrag, der einfach immer läuft. Das ist schon schwierig für uns. Wir haben die Unterstützung von der ganzen ländlichen Gemeinde. Wir haben viele private Mitglieder, die auch ihren Beitrag zahlen. Aber insgesamt arbeiten wir mit einem Budget von 80'000 Franken und Werdenberg mit 1,5 Millionen. Das ist schon nicht ganz vergleichbar. Da wäre mindestens jetzt da mitten in dieser gelebten Geschichte, die sehr, sehr alt ist, vielleicht in der Neuzeit auch eine Message an Leute, die das vielleicht könnten und auch müssten ändern. Nicht zuletzt darum, und das sage ich auch hier als Werdenberger, weil es auch in Werdenberg einfach Leute gibt, die das ganz eindeutig stört. Ja, ja, also es geht ein bisschen um Gerechtigkeit, halt auch vom Verteilen vom Kuchen. Und jeder findet immer das, was er macht, wahrscheinlich am besten und müsste am meisten Geld bekommen. Es geht nicht darum, dass wir uns da überhaupt bereichern wollen. Keine, also wir viele arbeiten ja auch ehrenamtlich und das ist auch ganz gut so und das macht uns grosse Freude. Gleichzeitig aber eben, wie man sieht, wie viel Geld halt sonst verteilt wird. Ich bin auch für die Sanierung vom Theater St. Gallen für 50 Millionen. Aber wenn man dann die Beträge hört und gleichzeitig auch in der Kulturarbeit wirklich im Alltag ja eigentlich beschäftigt ist und halt keinen Beitrag hat, ja, dann manchmal kratzt man sich im Kopf. Genau, vor allem auch wenn man sieht, dass da in dem Museum alles geleistet wird, was ja wirklich sichtbar ist. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen weiter, oder? Ja, das sind steile Stege, die man laufen muss. Und wenn man so Haufen mal macht im Tag, dann muss man nicht ins Fitnesscenter. Eben, gell? Jetzt sind wir vorher quasi im Kerker gesehen, sind wir im zweiten Geschoss. Genau. Kommt darauf an, wie man nummeriert. Eigentlich richtig mittelalterlich würde man sagen, erster Stock, weil der andere ist ja wie zu Null, ist wie zu Untergeschoss. Genau. Und hinter dir ist die Eingangstüre vom ganzen Turm. Also bis 1966 war das der einzige Zugang überhaupt in den Turm. Und da können wir nicht wieder rausschauen, ha? Nein, da können wir jetzt nicht. Sehen wir uns auf Kanonen an? Genau. Ja. Und in diesem Raum ist aber immer noch relativ düster und dunkel, weil der ja auch noch weit unten ist. Eine Burg hat man immer relativ strategisch gebaut. Das heisst, dort, wo man jemanden hat angreifen konnte mit Pfeilbogen und dann auch mit dem ersten Gewehr, hat man die Mauern dick machen, damit die eben nicht keinen Schaden anrichten können. Die Sitznische ist etwas ganz Besonderes. Wenn man heute vielleicht auf das Handy schaut oder den Fernseher anschaut, dann hat man ja Zeitvertrieb. Die Leute von Duzmol, die sind einfach in so einer Sitznische gesessen und haben abi ins Tal geschaut und haben eigentlich alles gesehen, was passiert ist, weil das ist ihr Kino, ist ihr Programm gewesen. Die Form auch, dass in die Mauer hinein also etwas gebaut ist und auf beiden Seiten, links und rechts, man konnte heransitzen und zum Fenster raus schauen. Typisch Mittelalter. Jetzt, du siehst, es hat noch ein bisschen abgedeckte Sachen und noch Leitern, die rumstehen. Die würden jetzt in der nächsten Woche noch vorgeräumt. Das Museum ist halt im Winter einmal, das ist wegen dem Klima, es ist jetzt auch kalt, ist geschlossen. Aber im Frühling freuen wir uns immer, um das auch wieder abdecken und parat zu machen. Man sieht ein bisschen die Ausstellung. Jeder von diesen 6 Stücken hat ein Thema. Das Thema von hier heisst Mensch und Natur. Ah, eben, gell? Ja. Es hat Vögel ausgestellt, es hat da vorne die urgeschichtliche Fundstück. Es geht zurück bis ins Drachenloch, 50'000 Jahre vor uns. Oh, Drachenloch, du. Bist du schon hier oben gewesen? Bin mal gewesen, ja. Das ist ein Krampf, aber lohnt sich sehr. Da hat es Funde von der Römerzeit, von der Bronzezeit, von der Eisenzeit, aus dem Mittelalter. Wir haben probiert, das Wesentliche, das heisst nicht zu überladen, das Wesentliche auszustellen und wirklich bedeutende Fundstücke auch herzutun. Aus einem Fund könnte man immer auch etwas erschliessen. Wie haben die Römer ihre Wände angemalt? Wie haben die Römer gejagt mit dem Speer?
wie haben die Römer beim Nummer 3 ihre Kleider zugemacht? Das ist eine Gewandnadel. Ja. Ja, liebe Leute, ich habe gesagt, dass ihr hier müsst einfach selber hergehen. Man könnte das natürlich auf jeden Fall noch genauer filmen, man könnte das eigentlich pfannenfertig einliefern, aber das ist eigentlich gar nicht die Idee. Es geht mehr darum, um euch lustig zu machen, einfach mal in der Strasse ganz ins Museum zu gehen, weil es lohnt sich echt. Es ist alles wirklich schön angeschrieben. Also, es braucht jetzt, ich meine, es ist natürlich super, gell? Wenn es jemand dabei ist wie du natürlich, gell? Wo das so erklären kann. Aber es ist viel, es ist auch fast wie selbsterklärend. Gell? Es braucht einfach ein bisschen offene Augen und ein bisschen Geduld, dass man das eine und andere auch entdeckt. Und man muss auch nicht meinen, man muss alles auf das Mal dann da gerade sehen, sondern man sieht ganz Haufen Zeug immer wieder und immer wieder neu. Aber du jetzt mal, das ist ja unglaublich, der Fundus, gell, wo jetzt da lagert, das, weißt, wie haben denn ihr das zusammengestellt? Das ist ja, das ist ja eine riesen Arbeit, oder? Du hast gesagt, 1927 ist der Verein gegründet worden. Es gibt in den 30er Jahren schon ein Museum, wo einfach die Leute halt selber das auch zusammengesucht haben. Dann gibt es auch einen Haufen Leihgaben. Gerade die Archäologie, die archäologischen Sachen, die gehören ja am Kanton St. Gallen. Und die dürfen wir hier einfach ausstellen. Die Vögel, die Präparate von den Tieren an der Wand, die hat der Jäger von Pfäfers, der Robert Mader, der Wirt war in St. Gallen in der Walhalla, hat die gesammelt und dann zusammengetragen als Sammlung. Da hinten hat es der Hügel von St. Georg Perschis, wo es wieder Fundstück drauf hat. 1100 Bäumchen hat der Modellbauer da aufgestellt. Unglaublich. Das ist fast wie so ein Modelleisenbahn, gell? Ja, ist das schon mal nicht Kirche, gell? Flumsen-Kleinberg da? Nein, das ist St. Georg Perschis. Das ist eben, auf der Sonnenseite. Auf der anderen aber auch ein kleines Zahnweh-Kirche. Wenn du dort Zahnweh hast und deine Reihe hast, ist das schon keins mehr. Es hat auch ein Kopfweh-Loch drin. Wenn du Kopfweh hast, kannst du den Kopf in so ein Loch reinstecken und nachher hoffen, hast du keinen mehr. Gut, ja. Aber eben, wie viel Zeit verbringst denn du da noch? Es gibt ja eben Leute, die vor allem an der Kasse sind. Es gibt Leute, die konkret auch hier arbeiten. Ich bin eigentlich viel da, aber ich bin auch viel so im Hintergrund. Also ich habe keine fixe Zeit, weil ich ja einen anderen Beruf habe, wo ich jetzt hier einfach stehe und warte, sondern bei Führungen, bei Anfragen, bei Umgestaltungen. Jetzt bin ich eine Sonderausstellung am Machen. Das muss man ja einfach vorbereiten und nachher dann in die Weiterinnen rein tun. Und die meiste Arbeit aber, die man dann verbringt, ist eben mit der Vorbereitung, mit dem Recherchieren, mit dem Zusammenstellen und nicht mit dem konkreten Dasein. Und dann geht es da die Steinsteige dann eben genau weiter runter dort. Ja, das ist schon super. Die Säulen jetzt da, weißt du, wo oben da die Vögel drin sind? Aber das ist jetzt eine Trägersäule, das ist ein Nachträgel hier gemacht worden, gell? Nehme ich an. Es gibt im hinteren Teil des Stocks eine Säule, die durch alle 6 Stöcke durchgeht, wo alle elektrischen Installationen drin sind. Dass man auch sieht, was ist modern und was ist alt. Und das ist natürlich eine moderne Säule. Die hat man hier jetzt einfach gemacht, nicht einmal zum Trägen, sondern wirklich gemacht, dass man die Vögel, die Präparate recht aufstellen kann. Also alles natürlich auch mit horrenden Kosten verbunden, oder? Ja, die Einrichtung hat etwas mehr als eine halbe Million gekostet, 1983. Hans-Rudi Wotli, das ist der Grafiker und Gestalter von Zürich, hat das ausgezeichnet gemacht. Ich sage darum ausgezeichnet, weil man das jetzt einfach nach diesen vielen Jahren immer noch anschauen kann, weil es nicht irgendwie völlig unmöglich ist, um das noch zu besuchen. Natürlich ist es die Gestaltung der 1980er Jahre, die man heute auch etwas anders machen würde. Gleichzeitig aber bringen wir einfach die Kosten für jetzt Ausräumen, Einräumen und bringen wir nicht zusammen. Und von dort her schauen wir, dass wir Neugestaltungen machen. Wir machen immer wieder etwas anderes, etwas Neues, brauchen aber so Grundinfrastrukturen, so wie sie halt eingerichtet worden ist. Recht und Gericht im so ganzen Land. Heiter erfahren. Was heißt das, der Klotz mit dem zu tun? Ja, es hat ja früher nicht bösere und weniger böse Leute gehabt als heute, aber man hat sich ein bisschen anders bestraft. Und dass einer nicht ab ist, dass einer nicht können fortspringen konnte, hat man ihm halt so einen Klotz, das ist ja ein Ausdruck auch, Klotz am Bein haben, Klotz am Fuß tun, die Fußfesseln dann gebraucht und entsprechend der auch dann behalten. Ja, man hat sich einen Kerzenständer, aber eben, gell? Es hat auf der hinteren Seite auch noch eine Halsgeige. Die Halsgeige, ja, ist einfach für eine Beschuldigte, für eine Festgehaltene. Im grossen Loch ist der Hals. Vorne dran muss er die Hände so nebeneinander heben. Und er kommt mit den Armen durch die kleinen Löcher raus. Unmöglich zum Abgehen, unmöglich zum Fluchen, ist ein Mittel, um jemanden einfach festzuhalten.
Und das hängt halt alles damit zusammen, das ist das, was die Vitrine ein bisschen zeigen möchte, hängt damit zusammen, wie man die Leute bestraft hat. Es gibt ja 3 Hochgerichtsplätze im ganzen Land, es gibt ja im Werdenberg das auch, dass man die Leute auch zu Blute, also zu Blutgerichtsbarkeit, zum Tod kann verurteilen. Und da hat es in Ragaz, in Wallenstadt und eben auch in Ragaz eine Galgenmühle oder eine Sohrmühle. Da vorne hat diese Abbildung davon, aha, wo man die armen Teufel halt dann auch für ihre Verbrechen an Galgen gehängt hat. Ja. Heiter erfahren einmal. Ja. Früher war die Bestrafung ja einfach vor allem eben eine Strafe, also eine Hinrichtung und ein Abschlag von einer Hand und ein Brennen mit den Augen. Heute macht man ja anders zum Glück die Strafe. Heute will man ja, dass die Leute sich besser tun und vielleicht wieder auf die Beine kommen. Und dort war es halt mehr auch Abschreckung für die anderen, dass die nichts Böses tun. Und wenn man Kinder bietet, sehe ich hier gerade, gell? Hat man auch Möglichkeiten da? Da sind wir unter der Stadtfahne von Sargans, 1445. Und damit das Kind auch etwas zu tun hat, natürlich hat es überall Farbstift und Zeichnungen. Sie können ihre eigene Fahne malen und die entsprechend auch aufhinken. Und dann natürlich auch relativ kostbare Holzfiguren, vermute ich da jetzt, gell? Die ist ganz alt, von entweder St. Martin oder von Fettis im Tamina und im Kalfeisental. Man weiß es nicht ganz sicher, 14. Jahrhundert. Und drauf zu, das ist ganz ein wertvolles Stück auch. Man sieht es nicht so gut hinter dem Glas. Das ist die Glasscheibe von Flums, von der Jakobskapelle in Flums. Ist im Landesmuseum Zürich, wo das Original heute ist, als Nummer 1 inventarisiert. Also das geht zurück, auch 800 Jahre, und ist die älteste überlieferte Glasmalerei, die man überhaupt noch hat. Aha. Flumser haben ganz einen Haufen schöne und gute Kunstschätze. Das ist das Flumser Fastentuch. Etwa 1650 im Original in der Kirche St. Justus zu Flums ist eine Malerei und hat eigentlich die ganze biblische Geschichte. Wie wir jetzt in der Fastenzeit sind, könnte man da ganz einen Haufen zeigen mit den Würfeln, wo man gewürfelt hat, mit dem Hahn, der kräht, mit dem Judas, mit den Geißeln, Marterwerkzeugen, also Fastentuch, Fastenzeit. Das ist so ein bisschen die Anleitung für Christen in dieser Zeit, wo ich ja nicht können lesen und schreiben, wo damit so wie ein Bilderbuch hatten und sich die ganze Geschichte nochmal können erzählen lassen. Habt ihr noch nie ein Problem gehabt? Hast du das mit der Sicherheit, dass man gesagt hat, dass jemand da Frevel betrieben hat, auch gestohlen hat? So? Erstens sind wir ganz zufrieden. Wir haben wirklich wenig Vandalismus und auch wenig Zeug, das kaputt gemacht worden wird. Und das Zweite ist, wir haben natürlich auch Sicherungsmaßnahmen. Also bei den ganz wertvollen Sachen, die sind erstens überwacht und auch überwacht so, dass wenn man die bewegt und berührt, dass es dann der Alarm losgeht, dass die Polizei kommt. Also wir haben nicht so Angst vor dem. Aha, also dann kommt dann da die Fussfessel und so Zeug. Die kommt dann vielleicht nicht gerade der Galgenhügel, aber ja. Ja, ja. Die legendäre Gans, ja. Genau, die Gans ist das Wappentier von Sargans, schon ganz lang. Es gibt eine schöne Sage, die sagt, die Leute haben ja nicht gewusst, wie sie am Ort sagen sollen. Sie haben ein Mädchen oder einen Bub rausgeschickt ans Flüssli, das Saar heisst, kommt von Filters her, fließt in den Rhein. Und haben gesagt, das, was zuerst schwimmen kommt, so sagen wir unserem Ort. Und es ist dann halt eine Gans, die schwimmen kommt, und darum sagen die Leute, hat man dann gesagt, wir sagen unserem Ort Sargans. Das ist eine schöne, eine hübsche Sage, stimmt nicht ganz. Aber man hat unter anderem auch, gerade weil es so eine alte Sage ist, auch das Wappentier zum Beispiel zu dem Trinkgefäß ja, dann umfunktioniert. Der Gans kann man den Hals dort ja, fast umdrehen, wegnehmen und Wein, Bier, Most, was man will, in den Bauch reinfüllen und dann aus deren auch ausschenken und aus den goldenen Bechern, die unten sind, entsprechend trinken. Das waren Bürgerbecher von der Stadt Sargans. Jeder, der sich eingebürgert hat, musste einen Beitrag zahlen. Aus dem hat man dann die goldigen, silbervergoldeten Becher auch gekauft. Das ist ganz ein ganz wertvolles Stück, etwa 1600, das wir hier ausstellen dürfen. Das ist eine Sonderausstellung 2017, gell? Jetzt gibt es ja etwas Neues, dann hast du gesagt, natürlich. Wir machen jedes Jahr einfach eine neue. Jetzt haben wir 3-mal über Ansichten gehabt. Zuerst vom Taminatal, dann vom Bad Pfeffers und jetzt noch von Bad Ragaz. Jetzt hören wir mit den Ansichten mal aufhören und machen die Geschichte vom Kindspan bis zur LED-Lampe. Also Geschichte vom Licht. Was ist überhaupt, wenn man einfach einen Schalter drückt und es kommt ganz normales Licht, wie man sich gewöhnt ist. Und was haben die Leute früher für Anstrengungen müssen unternehmen, damit überhaupt sie hell hatten und nicht um 6 Uhr ins Bett.
Und schafft doch Gegensätze, gell? Wenn wir hineinschauen, das ist ein bisschen so lächeln. Hinten haben wir oben Gonzenbergwerk, gell? Genau. Also wenn man es also so selber tut und LED, ist ein richtig Gegensätze, gell? Ja, wobei in der Zeit, es ist ja auch spannend, dass diese Gewinnung, die es im Bergwerk ja über Jahrhunderte gegeben hat, dass die jetzt nicht mehr dort praktiziert wird. Aber Eisen ist ja ein Rohstoff, der nach wie vor ja, sehr stark gebraucht wird. Und das kann man ja verbinden, auch mit dem LED. Also dass in dem Sinne die Entwicklung einfach weitergeht. Ja gut, gell? Eine Konzessionserneuerung im Ganzen wäre wieder möglich, oder? Das haben sie gemacht. Das ist immer noch aktiv. Das dürfte uns mit LED passieren. Genau. Nächstes Jahr. Genau. Aber du hast jetzt zum Ganzen, als familiär von der Landschaft her, nicht wirklich Bezüchungen, oder? Ich habe so ein paar Vorfahren, die Erzschlittner waren. Oh! Darum bin ich wahrscheinlich so ein Starker. Überhaupt nicht, kann ich nicht sagen. Ja. Aber ja, mal schon. Und es ist natürlich einfach ein spannender Betrieb. Wir arbeiten auch vom Museum aus mit dem Gonzenbergwerk gerne und gut zusammenarbeiten. Und gell, ist es schon verrückt, wenn man das vergleicht. Früher und jetzt, gell, das ist ein heller Wahnsinn. Ja. Weißt, ich kenne solche, die so letzten Wald jeden Morgen durchdüsen und dann am Abend um 5 Uhr rennt und Kniebel ins Bett und dann einfach ganz schön aufgestanden, oder? Man hat ja relativ gut verdient, gerade im 20. Jahrhundert im Bergwerk. Und gleichzeitig war es natürlich eine enorm strenge Arbeit, die dann einfach zum Leben gehört hat. Du bist trotzdem im Studium, gell? Und trotzdem du ein Studierter bist, das fällt mir nicht mehr auf, du bist sehr bodenständig geblieben, gell? Hängt das auch damit zusammen, dass du jetzt da natürlich in die Region hier verwachsen bist und dich mit irgendwas ein bisschen beschäftigst? Es interessiert mich einfach, ich weiß nicht, ob das mit dem zusammenhänge, aber es tut mir einfach spannend, dass man bei allem ein bisschen weiss, wie ist es gekommen und warum ist es so, wie es jetzt ist. Wir sind ja früher schon bei dahinter gewesen, so, aber ja, das... Man braucht Zeit, gell? Und irgendwie, es braucht auch Interesse. Wie steht denn das jetzt bei deinen Schülern? Weißt, wächst denn du bei ihnen das Interesse? Oder wie steht denn das bei ihnen? Hast du erkannt jetzt? Müsste man vielleicht die Schüler fragen. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass gerade wenn man bei so kleinen Sachen, wo man konkret eben auch so einen Hobel, ein Messer, ein Bieli einmal anlangen kann, wie man zum Teil auch merkt, wie das funktioniert hat. Ganz einfache Sachen, die besser funktionieren als heute Schnickschnack und Technik. Dass das eigentlich sehr auf Interesse stößt. Dann wird es lebendig, gell? Irgendwie. Ich habe das Gefühl, Gefühl habe ich auch, Weißt, mir fällt es so auf, das ist für mich jetzt etwas völlig anderes, wenn ich mit dir reinkomme und mit der Kamera hin und her laufe. Eben, es weckt wirklich Interesse und es macht Lust noch mehr, oder? Ja, das wäre schön. Und eben einfach die offenen Augen, wollen wissen, die Neugierde auch, einfach wollen wissen, was ist, wie, wo, das ist etwas Spannendes. Das kann man in jedem Museum, kann man auch in der Kunst und kann man natürlich in jedem anderen Themenmuseum auch machen. Genau. Ein Haufen alte Fotos. Und da oben, was ist denn das? Da meinen ein Haufen Leute sagen Kanonen. Ja, habe ich auch gemeint. Es ist aber ein Lüftungsrohr vom ganzen Bergwerk. Genau. Aha, genau. Aha. Ich denke, entweder ein Chemierohr quergelegt hat oder etwas eine Kanone. Gell? Hinter dran ist der älteste Grubenplan vom Bergwerk. Also, die haben ja dann auch probiert, darzustellen, aufzuzeichnen, wo dass die Erze streng durchgehen. Da hinten dran, Genau. Und den Leuten zeigen wir immer auch gerne, dass wir so einen Klotz, so einen Erzbrocken in die Hand geben, damit sie merken, dass das wirklich auch extrem ist. Also der Erz, das ist der unten da? Genau, das ist der, der dort am Boden liegt. Ja, genau, also der da. Später sind die Bohrer dann ja vorne, da haben sie sich selber getrüllt. Und bei dem Bohrer hat man hier, so, wo ich jetzt hier die Hand hebe, so müssen hin und her tun, damit vorne dran sich nicht zu fest abwetzt. Und damit, die haben wir immer wieder müssen härten, weil sie sich abgenutzt haben. Und damit wir das Gestell haben sie gemacht, eben damit ich hier quasi bewegen kann und vorne dran das Loch, dass es dann vorwärts geht. Da wären wir jetzt Nummer 4. He? Genau. Jetzt gehen wir ins 5. Ja. Mögen wir noch? Ja, sicher. Gut, also, wunderbar. Also du mal sicher und ich hinein. Ja, das magst du gut auch. Jetzt sind wir also im 5. Was ist das hier? Das Löchchen oder? Das sieht aus wie so ein Lebewo. Heute haben wir einen Spültrog. Da hat man gekocht und dann damit das Wasser halt in Bewegung kam. Und es ist dann einfach am Turm aussen runtergelaufen. Aha. Heiterer bedeutet, Vater, dass man auf dem Stock natürlich gewohnt hat. Ja, also es ist ein Wohnturm. Der Verputz an den Wänden, da hat es auch die Striche, die man gut sieht. Und es hat zum Teil auch die rote Farbe, die darunter ist. Das ist eine Dekoration. Die Leute haben probiert, mit diesen Strichen so eine Steinsicht darzustellen. Und auch ihren Wohnraum wohnlich zu gestalten. Weiter hinten würde man noch sehen, dass so im Streiflicht, dass dort eine Chemie war. Also ein offenes Feuer. Oben nachher, da. Genau. Wo man der, probieren wir mal. He? Wo man den Raum einfach können beheizen konnte. Trotzdem, also, es ist natürlich... Da siehst du schon. Das ist noch eine Chemie. Wenn ich daheim habe, so mit dem chemischen Ausdruck. Genau.
Ich wohne in einem alten Haus. Ah. Und was mir jetzt auffällt, ist, die Böden, ja. da kritzelt nichts. Ja. Hä? Die Stege, ist ja. das irgendwie Handwerkerkunst von früher? Sie tut schon ein bisschen, wenn man jetzt ganz still wäre. Ja. Wenn du mal oben mal ganz allein da bist, aha. hast du immer das Gefühl, entweder ist der Schlossgeist oder es bewegt sich sonst etwas im oberen Stock. Das wird der Geist sein. Gut. Und dann da geht es natürlich um Gold und um Geld. He? Ja, mehr um die Küche. Braucht natürlich auch ein bisschen Geld. Da hat man Getreide abgewogen, aha. da hat man Brezel gemacht. Das also ist keine Goldwogen. Bärenpresse. Ja, gar so viel Gold hätte ich gerne nicht gehabt. Ah ja, genau, da ist eine Bärenpresse. Genau, genau. Dort muss man den Sack irgendwie her tun. Genau. Ja. Und links davon ist eine Herdöpfelpresse. Ja, der Herdöpfel kommt ja. Das hat man quasi Pommes frites machen. Unten hat es ein Gitter, das man reinstößt. Je nach Größe der Löcher, die dort rausgesagt ist, sind dann da die Herdöpfelwürmel rausgekommen. Die hat man dann können frittieren quasi im Öl backen. Ja, das hat dann etwas zu machen. Ja, aber was ist denn, von wem ist das etwa? Wir haben gerade eine Anfrage jetzt vor zwei Monaten aus dem Museum von Innsbruck, wo das Objekt bei uns entdeckt hat und wo Fotos hat wollen, wo Publikation darüber macht. Es ist etwa 200-jährig. Und da natürlich, da hast du auch noch Möbel und Webstuhl natürlich. Da geht es ein bisschen ums Leben, das ja. sind so Schatullen, da hat man Schmuck und andere Sachen versorgt. Ein Webstuhl natürlich, genau. ein Stickrahmen. Ja. Und das ist auch noch etwas Spannendes. Bevor man überhaupt hat können, ja, mit dem weitermachen, hat man ja dort den Flachs oder den Hanf müssen brechen. Also so wäre es dann drin gewesen und hätte das gebrochen. Ja. Und damit es feiner wird, hat man es durch die sogenannten Hecheln durchgezogen. Immer feiner. Ah, das heisst, man tut über jemanden durchhecheln, heisst über jemanden reden. Aha. Und hecheln heisst hier über durchziehen. Und am Schluss gibt es die Fasern, die ganz fein würden, wo man dann rechts auf dem Spinnrad eben den Spinnen zum Faden ja. und entsprechend dann auch weiterverarbeiten. Also hast du irgendwie Grosseltern gehabt, die noch in der Medien tätig waren, oder was? Ich komme nicht aus einem Bauernhaushalt, darum weiss ich vielleicht auch ganz konkret vom Machen her von dem nicht so viel. Ich habe mich einfach viel damit aha, beschäftigt. Aha, und es ja. hat einen Haufen Leute, die natürlich ja. da Haufen wissen auch, und die das auch erzählen können. Genau, ja. Und was ist denn das da? Das ist zum Aufspindeln, quasi zum Aufrollen vom Faden, ja. Der dann weitergeht eben mit dem Spinnrad. Ah, ja, genau. Und wo da, der Webstuhl. Genau. Und da wird es Gold gesponnen, gell? Genau, ja. genau. ja gut, ich meine, Märchen haben ja irgendetwas natürlich, gell? Man weiß ja nie. Sagen. Auf jeden Fall sicher also ein Raum, der einmal mehr unterstreicht, das ist schon eine goldige Sache, das Museum. Es gibt, wie gesagt, einfach Einblick ins Leben. Und wenn man ja. sich da ein bisschen drauf einlässt, ist das spannend, um auch zu wissen, dass nicht nur immer Kühlschrank, Staubsauger, Fernseher und Computer da sind, sondern dass es auch eine Zeit gegeben hat, und das ist noch gar nicht so lange her, wo es eben völlig anders gelaufen ist. Auch ohne E-Bike sehe ich da hinten gerade, gell? Genau, da hat es ein Velo noch, wo man ohne Kette muss fahren muss. Oh, da hat man die Rettung quasi auf dem vorderen Rad. Ja, das war der Anfang vom Radball. Direkte Übersetzung. Hat aber eine coole Federung, die ist so hinten auf dem hinteren Rad. Das ist wieder ähnlich wie ein heutiges Bike. Ja. Und das andere Velo, das hängt, das hat zum Beispiel eine originelle Glocke, wo man nicht musste mit dem Daumen läuten, sondern wo man hat können an dem Lederriemen zeugen. Dann geht das Rädchen auf das Vorderrad und läutet. Wenn man am Leder jemanden zücht, ja, genau. dann geht das Rädchen auf den Pneu und fährt alles. Ja, und trotzdem ja. ist Carbidlampe. Ja. Das heisst, das hat auch kein Dynamo, sondern eben mit dem Carbid dort die Helligkeit geben. Ah, Wahnsinn. Und die Bremse, die es hat, ist eine Stangenbremse. Das ist so, dass die von oben runter ja drückt und auch direkt auf den Pneu geht und nicht mitpacken. Hey, bist du schon mal gefahren mit so einem? Nein, mit dem nicht. Ich bin schon mit dem alten Velo gefahren. Ja, unser Sohn hat ein paar jetzt schon aufgemacht und versteht das gut und hat Freude daran. Ja. Das ist der Kachelimann oder der Heftlimacher. In einer Zeit, in der man heute ja einfach, sobald etwas kaputt ist, das fortwirft, ist das vielleicht manchmal noch gut, um das zu sehen. Man hatte so Keramikschüsseln gehabt, Ton, Töpfe und so weiter. Und die sind natürlich auch kaputt gegangen, wenn man sie mal zu fest abgestellt hat auf dem Herd oder wenn so etwas dran ist. Und dann hat man die flicken. Dann ist der Kachelmann oder der Heftlimacher umgegangen und hat müssen schauen, aufpassen, wie ein Heftlimacher, der Ausdruck kennt man ja noch, dass mit diesen Heftchen, mit diesen Drahtstiften, mit dem Draht, den er zusammen gemacht hat, und mit dem Kachelbohrer, den man dort anschauen kann,
zwei Löchli machen, mit dem Draht verbinden und die Schüssel weiter können brauchen. Der musste aufpassen, wie ein Häftling machen, dass er den Leuten nicht das Geschirr ganz kaputt gemacht hat. Und jetzt kommen wir noch eigentlich zum Nummer 6 in Zürich. Genau. An der Top. He? Auf der Alp. Ein Stück da? Ja, die Aha. Alp ist ja zu oberst im Gelände, also müssen wir auch zu oberst gehen. So, wir sind auf dem 6. Stock, zu oberst auf der Alp. Da kann Aha. man die Glocke hören. Das ist Musik, gell? Und das darf man auch? Das darf man auch. Da passiert ja diesen Glocken nichts. Es gibt Sachen, die wichtig sind, natürlich, dass man mit dem Schweiß und mit der Hand überhaupt und dass man es nicht stellen kann, wo man nicht anlangen darf. Aber wenn da einer dran läutet und Freude am Klang, ist das etwas Gutes. Alp, gell? Noch. Und nebenan natürlich noch Schiedstock. Hast du das noch erlebt, Schiedstock? Also hast du Holzspalten? Ja, das haben wir. Das machst du vielleicht daheim an. Ja, wir reden ja auch zusammen, aber eben. Ja. Mal. Und jetzt hier natürlich wieder, da sieht man jetzt natürlich auch bauliche Sachen. Rechts jetzt der Eisenträger. Das ist einfach etwas, was man dann natürlich braucht, gell, wenn ein Haufen Leute da sind für Sicherheit. Ja. Genau. Und innerhalb von der Alphütte hat man probiert, auch Alt und Neu ein bisschen zu verbinden. Das hat am Anfang Haufen Leute nicht gefallen. Es ist aber ein bisschen ein Kontrast. Und ich glaube, vielfach arbeitet man auch so, dass man nicht probiert zu imitieren, nicht einfach Alt zu machen, sondern das Alte neben das Neue zu stellen. Und das verträgt sich ja gut. Aber sonst schon einfach im eigentlichen urigen Zustand, gell? Ja, man kann, wenn man an den Turm zum Beispiel an die Wand schaut, sieht man ja viel, auch einfach, wo man beobachten kann. Oben dran ist der Verputz zum Beispiel, ganz unterschiedlich. Es hat dort in der Mitte einen Teil, wo so ein bisschen Ziegel und kleine Steine drin sind. Dann wieder verputzt, dann wieder Ziegel. Und wenn man ganz gut schaut, merkt man, aha, jetzt sind wir ja im obersten Stock, aha, das war ja ein Dach mit Zinnen. Genau, ja. Yeah. Und bei den Zinnen kann man rausschauen, rausschiessen, das ist ein Verteidigungselement. Ja, wenn man die Augen offen hat, sieht man ganz Haufen so Sachen. Und was mir jetzt auffällt, vielleicht sehe ich es falsch, da tun wir es fast nur 60er Mauer. Die ist auf dieser Höhe, da muss man auch keine Angst haben, kein einziger Pfeil kommt auf die Höhe rauf. Darum haben die auch ökonomisch natürlich gebaut. Das hat keinen Wert, dass man da Haufen Steine aufträgt, die es gerne nicht braucht. Unten dran kannst du anfangen zu pickeln an der Mauer und kommst vielleicht durch. Oben dran ist es nicht nötig, darum macht man viel dünnere Mauern. Eben, gell, weißt du, das ist ja mir das gerne in den Sinn gekommen, heutzutage. Da ist alles müssen buckeln machen, tun, gell? Ja, wahrscheinlich der Herr Graf hat das ja nicht selber gemacht. Aber die armen Untertanen, die haben natürlich da wirklich ohne Kran, ohne, also Kran einfach mechanisch ist, aber nicht mit Antrieb funktioniert. Also da ist natürlich eine Riesenleistung, überhaupt einen 30 Meter hohen Turm mit dieser Kubatur von Stein herzustellen. Jetzt sind wir im 6. Stock, gell? Es ist noch vor dem 1. April, also die Eisenäher wird das noch eingerichtet. So. Aber ja, es ist jetzt so gerne noch kalt, es hat Schnee draussen. Aber obwohl da nichts geheizt ist, so verrückt kalt ist es gar nicht, gell? Wenn man auch im Winter messen tut, es wird schon kalt. Und wenn man länger da ist, wir sind jetzt immer ein bisschen unterwegs gewesen und haben da mit Bewegung. Wenn man länger da ist, friert man den also schon. Ah, ja. Aber es geht nie unter Null. Aha. Das heisst, irgendwie behaltet der Turm im Sommer, ist es schön kühl. Und im Winter wird es zwar kalt, aber nicht eiskalt. Also es geht nie unter Null und ja, es ist erträglich. Aber eben nicht konstante Temperatur jetzt im ganzen Bergwerk, also so 8 Grad. Für so unsere Objekte, und das haben wir ja viele, die wir auch hier lassen, wir nicht immer ausräumen können, ist das eben gut, dass es auch langsam wieder wärmer wird und auch langsam kalt wird. Schlimm ist das Schockartige. Schlimm wäre, wenn es von 0 auf 30 Grad würde, sich verändern. Nein, es ist für die Objekte eigentlich ganz gut. Chapel, das sind Chapel, wo Kopfputz, Kopfschmuck von den Kühen, wenn sie von der Alp heimkommen, damit man kann entsprechend auch mit dem Stolz dann von der Alp heimgehen. Und vorher habe ich gesehen, gell? Ich als 65-Jähriger, du hast mir vorher gesagt, du bist 52, gell? Stimmt das so? Ja. Hat auch noch hübsche Frauen gehabt, gell? Ist mir vorher aufgefallen, schon in durchgeschaut haben. So eben adrette, hübsche Frauen, gell? Das also, gibt es wahrscheinlich nicht ans Alter gebunden. Das gibt es ja heute noch. Ja. Und das ist okay. Ja, wohl, super. Und da natürlich dann auch noch ein bisschen Brauchtum deinen natürlich. Also, die Fasnacht spielt ja im ganzen Land natürlich ein bisschen die grössere Rolle als im Werdenberg, weil es mit der Religion verbunden ist. Also, die katholische Religion ist ja sonst ein bisschen restriktiver, ein bisschen Fastenzeit, ein bisschen strenger. Und an der Fasnacht da kann man mal richtig machen, was man will. Die 3-4 Tage, die es früher gehabt hat. Und darum gibt es auch der Reichtum an Larven, an Schnitzereien, an Fasnachtskleider, die entsprechend vorhanden sind. Und hinten da habe ich noch gesehen, ein Hornschlitten. Genau.
Und ein Schlitten, den man mit dem geholzt hat. Also das war auch ein Teil gewesen. Wasser- und Waldwirtschaft. Ist etwas Wichtiges. Vor einem Jahr haben wir den Pflug bekommen, von Sevelen. Aber er geht zurück, ist ein sogenannter Schnauserpflug. Er geht zurück auf einen Quartner, der dann ausgewandert ist auf Schnaus bei Ilanz. Und der entwickelt hat eine tolle Sache. Etwas ganz Simples, etwas ganz Einfaches. Aber wird heute noch in Bolivien eingesetzt und gebraucht. Das ist ein Rollstuhl aus dem, du hast ja den Film gemacht vom Bruderhaus. Das ist ein Rollstuhl aus dem Bruderhaus. Weil eine von diesen Brüdern, das wäre eine Tante gewesen von der Johanna Bruder, die das Bruderhaus geschenkt hat, die war lahm gewesen und die hat den Rollstuhl gebraucht. Eben, gell? Und natürlich, wenn wir das ganz genau anschauen, dann gibt es natürlich x mögliche Dokumentationen da, natürlich über das Schloss und über all das da, wo ist. Ja, gut, wir sind jetzt mal kurz drin gewesen, vor dem 1. April. Am 1. April geht es auf, oder, liebe Leute, also Schloss, das ganze Museum, wirklich sehr, sehr sehenswert. Was wäre also deine grösste Hoffnung, dein grösster Wunsch jetzt für das Museum? Für das kommende Jahr, einfach, dass wir wieder ganz viele interessierte, spannende Begegnungen haben mit den Haufen kleinen, grossen, jungen und alten Leuten. Und wir haben einen Haufen Anlässe also ein bisschen vorbereitet. Es gibt Museumstage für Familien, es gibt Workshops für Familien, es gibt den Internationalen Museumstag, es gibt das Reiseziel. Genau. Ja. Das Reisezielmuseum, eben die mit dieser tollen Zusammenarbeit mit 45 anderen Museen. Also ich hoffe einfach, es gibt eine tolle, lebendige, spannende Museumssaison.